Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In Paris haben sich 195 Staaten verständigt. Das wird völkerrechtlich bindende Wirkungen bekommen. Und der Konsens ist damit klar. Es haben diese Staaten anerkannt, dass der Klimaschutz notwendig ist, dass wir eine steigende Erwärmung haben. Und wenn wir nicht handeln und wenn wir nicht so handeln, wie es nötig ist, werden Hunderte von Millionen Menschen Klimaflüchtlinge werden. Das ist der Hintergrund. Gleichzeitig haben wir eine Bewegung der Desinvestition, wo namhafte Unternehmen und Firmen aus Investitionen in der Kohle aussteigen. Die Allianz hat in Deutschland vor kurzem verkündet, dass sie 4 Milliarden Euro abzieht. Es war vorher der norwegische Pensionsfonds, der größte weltweit, der gesagt hat, Kohle hat keine Zukunft. Sie hat, sage ich, eine Gegenwart, aber keine Zukunft und auch seine Gelder abzieht. Es ist die Rockefeller Foundation kurz vor Paris gewesen und weltweit gibt es diese Bewegung. Weltweit haben wir im fünften Jahr mehr Investitionen in Erneuerbare als in konventionelle Kraftwerke. Und vor dem Hintergrund kann ich Sie, Herr Kollege Depp und Herrn Hovind, überhaupt nicht verstehen. Diese depressive Melodie, wir müssen gucken, dass wir in China und Indien das Klima retten. Wenn man sich so aufstellt, die Bundesrepublik Deutschland und Nordrhein-Westfalen sind Hightech-Länder, sind Weltmeister im Export. Wir exportieren Technik. Und das, was im Moment passiert, sind Investitionsentscheidungen in Technologien und Märkte der Zukunft. Und sich dann so aufzustellen, zu sagen, auf gar keinen Fall können wir uns hier zu schnell bewegen, weil es sind ja nicht die Deutschen, die entscheiden mit ihren Emissionen, sondern das ist die Summe weltweit. Mit dieser Haltung gewinnen Sie auf keinem Markt der Zukunft irgendeine Karte. Und es gibt ausreichende moralische Gründe, sich im Klimawandel intensiv zu beschäftigen. Aber es gibt für ein Hightech-Land auch wirklich ausreichende ökonomische Gründe, ganz nach vorne zu gehen, die Technologien hier auszuprobieren, einzusetzen, weil wir davon leben, dass wir genau diese Technologien verkaufen. Das heißt, die Stunde ist Chancen wahrnehmen. Das ist das Gebot der Stunde. Chancen wahrnehmen, die Märkte erkennen und nicht depressiv in die Defensive gehen. So. Dann gucken wir uns die Bereiche doch mal an, was ich mir von Ihnen hier gewünscht hätte. Im Bereich der Mobilität seit 1990, als Ihr Bundeskanzler Kohl, das ist doch richtig gesagt worden, angefangen hat, uns auf Klimaziele zu verzichten und alle Bundesregierungen bisher nach Kohl, ob das unter Schröder war, SPD, Grüne, die erste große Koalition unter Merkel, Schwarz-Gelb, jetzt wieder große Koalition. Alle haben an diesen Zielen festgehalten. Und in all diesen 25 Jahren sind in der Mobilität die Emissionen gestiegen und nicht gesunken. Und das heißt, es muss doch jetzt nach Paris ein Signal geben, dass wir im Bereich Mobilität technologisch umsteuern in Richtung Elektromobilität. Wenn es nicht jetzt kommt, wann soll es dann kommen? Und wenn ich an der Stelle weiß, 7 Millionen Arbeitsplätze hängen in Deutschland in der Mobilität ab, dann muss jetzt ein Programm kommen. Und wir haben, wenn ich heute Morgen getankt habe, 99 Cent Liter Diesel. Wir hatten noch nie so billige Spritpreise. Das heißt, jetzt müsste der Vorschlag kommen, aber noch nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Jetzt müsste der Vorschlag kommen, an der Stelle ein Programm aufzulegen zur Schaffung von Elektromobilität bei PKWs, bei Bussen und bei Nutzfahrzeugen. Kein Wort ist von Ihnen gekommen. Gebäudesanierung ist angesprochen worden vom Kollegen Sundermann. Wir haben nie einen Dissens gehabt, was Gebäudesanierung angeht. Aber jetzt muss der Vorstoß kommen. Und Sie sind beide Vertreter des größten Landesverbandes der CDU. Ihr Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Bundesvorsitzender. Und wir werden Gebäudesanierungsprogramme nicht bekommen ohne Beteiligung des Landes. Dann müssen wir uns auch beteiligen. Das ist in Ordnung. Aber wenn jetzt nicht der Vorstoß kommt, von mir aus 1 Cent auf die Treibstoffsteuer und davon Elektromobilitätsprogramme und Gebäudesanierung mit Beteiligung der Länder, dann wird er nicht kommen. Und im Strombereich, pass auf, das ist doch gar kein Wunder, Sie haben angesprochen, es gibt Differenzen in der Koalition zwischen Sozialdemokraten und Grünen bei der Frage der Bewertung der Kohle. Ja, ich erzähle Ihnen doch jetzt nicht, dass es die nicht gibt. Natürlich haben wir unterschiedliche Auffassungen, punktuell, wir sind auch zwei Parteien. Wir sind zwei Parteien, die auch unterschiedliche Ideen haben. Die Frage ist ja, kommt man, um zusammenzuarbeiten, vernünftig zusammen? Und wenn das, was Sie vorgetragen haben, ein theoretisches Angebot wäre, wo Sie zeigen, wie Sie nach vorne gehen, dann sage ich, dann komme ich mit den Kollegen aber in der Sache viel besser klar, auch mit dem, was da erzählt worden ist. Dann kann ich Punkte nach vorne definieren. Und dann sage ich auch, die Sozialdemokraten haben den Streit auch intern.
Ich bin doch in der Frage Klimaschutzabgabe näher bei Sigmar Gabriel als an der NRW-SPD. Ich habe sie für richtig gehalten. Und ich bin auch an der Frage Kohleausstiegsgesetz viel näher an der Bundesumweltministerin der SPD, der IGBCE-Mitgliedskollegin Barbara Hendricks, weil es richtig ist, und zwar gar nicht in dem Sinne, dass man mit Gewalt aus was aussteigen muss, sondern weil es richtig ist, einen verlässlichen Rahmen für einen Gleitflug dort zu gestalten. Und ich sage Ihnen auch die Unternehmen, Sie wissen doch, dass auch bei RWE und anderwärts genau das schon diskutiert wird. Die Unternehmen werden nachher froh sein, wenn man ihnen wie im Steinkohleausstieg einen verlässlichen Rahmen bietet, auf den sie dann, mit dem sie operieren können. Wir haben morgen die Schließung der drittletzten Zeche in der Steinkohle in Deutschland. Da hat es geklappt 2007. Danach hatten wir an der Stelle Ruhe. Und seitdem läuft das kontinuierlich. Genauso wird es, da bin ich sicher, in der Kohle auch kommen. Und wenn im Moment die Schweden, der schwedische Staatskonzern Vattenfall, die ostdeutsche Braunkohle verkaufen will, wenn er sie loswerden will, weil er deinvestiert, dann ist es doch paradox, dass ein nordrhein-westfälisches Unternehmen sie kaufen will, 6 Stadtwerke aus NRW. Da gibt es nur Schweigen, ja, da gibt es nur Schweigen bei der CDU an der Stelle, sich an der Stelle vernünftig aufzustellen, zu sagen, was geht. Wissen Sie was, Sie interessieren da ehrlich gesagt nur in der Peripherie, weil Sie alles bedienen, was an Themen da war. Und heute so und morgen so. Ich rede jetzt mit einer ernstzunehmenden Fraktion, weil ich es nicht richtig finde, dass Sie, ja, pass auf, ja, ja. Ja, ist gut. Krawallen Sie noch einen Moment rum, dann ist es auch gut. Ich finde nur, dass die CDU zu dem Thema schweigt. Das darf man ihr nicht durchgehen lassen. Und insofern, ich bin sicher, der Kohleausstieg wird kommen, er wird diskutiert werden. Und dann kommt es auf die Parameter an, wie man es sozialverträglich und vernünftig macht. Es kommt nicht an, auf das, ob das kommt. Die Frage ist, wie man es gestaltet. Und ich bin sicher, auch da werden wir vernünftige Lösungen finden, dass da genauso gut niemand in der Arbeitslosigkeit geht, wie das in der Steinkohle war. Aber es ist ein richtiger Schritt. Dankeschön.